Weltanschauung bekannt, die Weltanschauung? Ist das Ihr Argument, während wir die erstickende Schwemme dieses parasitären Volkes ertragen müssen? Sie verbrauchen unsere Nahrung, machen sich in der Wirtschaft breit, nein, kontrollieren die nichts Währung. Von alledem ist wahr. Sagen Sie, vielleicht ist das hier die Bestimmung für das auserwählte Volk. Oh, ich bitte Sie, schon gut. Verzeihen Sie bitte, Sie vertreten Ihre Ansicht und ich werde versuchen, es auch zu tun. Es ist ein kalter Winter. Trotz Kundgebungen, Plakaten und Rundfunkansprachen wird es hier ein längerer, härterer Krieg werden. Und die Juden sind uns im Weg, das ist alles. Wie könnte eine Randfigur wie ich Ihrem ach so großartigen Plan denn gefährlich werden? Oder würden Sie da zu viel verraten? Sie unterschätzen Ihren Einfluss. Ich tue das nicht. Es wäre schwer, Sie zu besiegen, Direktor. Aber sicherlich nicht unmöglich.